Hey! You in one of these fucking houses? Yeah, keep your eye out. You left this car. Check it out. Little prick's up there. Look. Oh, shit. Cole's doing all right for himself. Hey! Alter. Asshole! You ran off before we could settle our debts! Michael, fine! You got the wrong idea, man! There's a winch in the back of the truck. Tied a cable to one of those supports up there. You finna pull his deck down? Hey, that prick pulled my marriage down. Man, you really gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever. I told you I comped the session, bud! Well, there were a lot of freaking sessions, bud! I'm thinking you were working on more than just her backhand! Mandy's backhand has come a long way, bro. But sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand. On your face! Oh, bud, your negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it is, bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money, and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. Yeah. My bad. Seriously. Oh, how fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude! And we'll see how you like it when someone fucks with your shit! Well, hey. Wait! You got the wrong idea, pal! Jetzt geht's los. Fuck! Ja. Und der Render würde ich mich verpissen, Kollegen. Haha, let's see what happens! Dude, you are probably crazy! Oh, shit! He's sorry now if he wasn't already! Yeah, he gonna feel this one, dawg! What the hell? Hey, homie, ain't grubbing outside tonight, dawg! Boom, give it some! Are you fucking serious, nigga? Ja, sicher, Junge. Yeah! Fuck, come on! Fuck, man, fuck! Oh, we did it! Fuck his ass! Yeah, fuck him. But was we really trying to pull that dude house off the fucking hill? Hey, we were trying to teach him a fucking lesson. I'm not asking a special bitch-ass lesson, man. Maybe he'll keep it on the court and out of my wife. Yeah, he not taking no housewives back to that motherfucker. Hey, it's a service to the fucking community. Wer war eigentlich die Olle, die gerade im Hintergrund kurz zu sehen war und direkt irgendjemanden angerufen hat? Mr. DeSanta, what the hell? That's not my house! Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. Give me a phone! You! You're a dead one! Green light! Martin Madrazo, give you green light! Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Ah! Shit! We got some heavies on us, homie. Oh, that was quick. All right, help me deal with this. I'll give it a go, man. Keep trying. Ice that motherfucker! Wie kann ich denn jetzt... Push the pedal, man. We gotta move. Can you see him? Are they still back there? Be careful! We got a book, man. Go! Shit, man. Get rid of him. Pop that no dude. No mines. Jesus. Hey, let's go. Let's leave him behind. Where are we on this? Ooh. Der Wagen ist frack. Push the pedal, man. We gotta move. How much distance we got between us? We got a book, man. Go. Alright, we managed to lose him? Hey, let's go. Let's leave him behind. Noch haben wir den nicht außer Gefecht gesetzt. Can you see him? Are they still back there? Push the pedal, man. We gotta move. Wir sollen uns mal näher kommen, damit ich dir meine geben kann. We got a book, man. Go. Da hab ich einen erwischt. Habt ihr das gesehen?
Hey, let's go. Let's leave them behind. Ja, die sollen mir mal näher kommen. Ich hab den Fahrer mal wieder erwischt davon. So genau kann man nicht zielen auf die Distanz. Ja, jetzt mal ganz im Ernst. Wie soll ich denn das machen? Kann ich irgendwie zoomen? Nee, nicht, dass ich wüsste. We got a book, man. Go. Hey, let's go. Let's leave them behind. Also mehr kann ich jetzt auch gerade wirklich nicht machen. Push the pedal, man. We gotta move. Ach, auf einmal ist er wieder hinter uns. Shoot that gun, kid. That's what it's for. Ja, jetzt Jesus. Bleibt er wieder auf Abstand. Jetzt warte ich wieder kurz zusammen. We got a book, man. Go. Komm schon. Ja, kommt wieder an uns dran. Und da habe ich ihn erwischt. There you go. I think you slipped, man. Okay, we go back to my house to think about this. Wow, shit, you did good. Oops. I mean, your aim's all over the place, but you were a help. Thanks, I guess. Hey, don't get defensive. Go to a shooting range, work on your aim. You'll do fine. Oh, fuck, man. Shit, you good? Fine as wine. Got a few knocks. You okay? I mean, you did good, kid. Man, I'm cool, man. I mean you, mentally. Mentally? Oh, man, I'm fucking excellent. My heart ain't pumped like that in years. Oh, yes, fucking A, Bubba. Man, you sound kind of manly. You just been greenlit by the Mexican underworld ambassador to Los Santos. Trust me, we handled it. Whoever the fuck Martín Madrazo is, I've known worse. We just handled a few low-ranking clans. We sit on it. We see what happens. Kid, there's no use second guessing. Felt okay. Good, man. Woo! Yeah. Doing something for a change. Man, you know what? You are wasted sitting by that fucking pool, man. You're right. I need to do something. Scotch and sunshine is sitting on my ass. Fuck that. I'm better than that. Oops. Damn Skippy, homie. All that knowledge up there is withering and dying, dawg. You don't pass that shit on, it's gone, homie. I bet you know some shit. You wouldn't believe the shit I know. Yeah? You taking some score? There was a time, that was all I did. Shit, well, you know, I could tell you some shit, too. Yeah, like what? About the city I was born and raised in. Now think about it. Yeah, do that, man. This could be cool. Ja, ich denke auch, dass das ganz cool werden könnte. Hey, thanks for the help out there today, kid. I had no idea it was gonna get that hot. Shit, pulling houses off the hillside sure has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Oh shit, I think we're about to find out. Do you know who I am? Do you know who I am? Do you? No. Who are you? You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. Now, Franklin, maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martín Madrazo. Good boy. Now, maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now, Michael, got a question for you. Ow! Did you pull an architectural, significant, modernist, wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I wasn't thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance the rebuild, won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range? Of course. Great.
bitch? That's nice. Come on, man. Damn, you alright? Never better. So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. So sieht's nämlich aus. Ah, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, all right? All right, dog. Bestanden. Nicht ein Kratzer haben wir. Drive-by-Killer haben wir. Missionszeit haben wir nicht. Why the fuck? Habe ich die Missionszeit nicht. Wo habe ich denn jetzt gerade geschludert? Fuck you, GTA 5 manchmal einfach nur. Hello. Wieso mussten die dann einführen? Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. Even for a dead man, Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. Tactful and charming, even in death. Hey, come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta Heights. Whoa, whoa, wait. Hey, how do you... Hello? You fucker. Okay, wir werden jetzt einen neuen Freund kennenlernen. Lester. Und wir haben relativ viele Symbole, glaube ich, auf unserer Karte. I like that. Oh, extrem viele Symbole. Wir haben einmal Lester. Wir haben einmal einen Freak. Wir haben einmal... Entschuldigung, Michael. Aber das Wichtigste, was wir haben... ist fucking Golf. Und das machen wir jetzt. Weil ich Bock habe auf Golf spielen. So, warte. Aber lass mal kurz in alle reinhören. Was haben wir denn hier? Blue Ark. Okay. Worldwide FM. You and the Music. Das ist wahrscheinlich relativ internationale Musik. Klingt ganz cool eigentlich. Fly Low FM. Captain Murphy Evil Grin. Okay. Klingt black. Ein bisschen elektronisch. Lockdown. Do it till you're satisfied. Okay. Klingt alt. Radio Mirror Park. Klingt scheiße. Space 103.2. Rick James, bitch! Das ist definitiv Geber. Da haben wir ja schon ein bisschen reingehört. Winewood, Rock Radio. The Alan Parsons Project. I wouldn't want to be like you. Okay. Nonstop Pop FM, Carly Rowland, definitiv GEMA. Radio Los Santos. Rap. Channel X. Was ist das? Punk? Nicht mein Ding auf jeden Fall. Das ist der Talk Radio. Würde ich gerne hören, wenn ich nicht selber die ganze Zeit reden würde. Rebel Radio. Das ist für die Hillbillies. In the South of America. Alles klar, Soul Wax FM. Elektro, definitiv, definitiv Elektro. Oh, was haben wir denn? East Los FM. Das ist doch bestimmt der mexikanische, oder? Maldita Vecindad. Ah, ich kann das sowas nicht. Und West Coast Classics. Ja, das ist natürlich keine Frage, was das ist. Und wir entscheiden uns jetzt erstmal für... Soul Wax FM, ein bisschen Elektro. Wow! Ich würde ja gerne mal zwischendurch ein paar Pop-Klassiker hören, aber das kannst du ja knicken. Doc, hey! Michael, I'm looking through my appointment book and I don't see your name. Yeah, well, I'm more of a walk-in guy, Doc. You know that. Walk-ins are more expensive, but I'm always happy to accommodate. Sure, you'll accommodate me as long as I got money in my pocket, right? Hey, I'm in a bad way, Doc. I might come by soon. Können wir den auch noch besuchen?
sollten wir vielleicht auch noch machen. Aber erstmal müssen wir golfen, um wieder runterzukommen. Über die ganze Situation nachzudenken. Wir können definitiv nicht in dem Auto golfen gehen, was wir gerade besitzen. Impossible. Der hier gefällt mir ganz gut. Was ist das? Der Dubrushy Rapid GT. Auf jeden Fall ein GT. Oh! Mach doch nicht alle direkt die Karre kaputt! Geht schon gleich ganz anders ab. Ich gehe ganz fair parken. Jeder sonst auch. Jetzt will ich golfen, verdammt nochmal. $100 muss ich bezahlen, um golfen zu können. Los Santos Golf Club. San Andreas 1992. Schließe eine Runde Golf ab, um Herausforderer freizuschalten, gegen die du antreten kannst. Okay. Let's do it. Beim Golf musst du den Ball vom Tee auf das Grün und ins Loch befördern. Und das mit möglichst wenigen Schlägen. Du kannst zum Ball laufen, einen Golfwagen benutzen oder einfach zum nächsten Schlag springen. Okay. Let's do this! Begib dich zum ersten Tee. Alles klar, let's do this. Dein Stärkewert erhöht sich, wenn du Sport treibst. Du bist im Golf und weiter im Tennis, irgendwas. Egal, wir fahren jetzt zum Tee. Hier ist der erste Tee. What the fuck? Ja, wollte schon gerade sagen. Okay, lass mal kurz unten gucken. Wir müssen eigentlich ziemlich genau geradeaus. Also, mit links beginnst du deinen Schwung. Drücke links, mit links nach unten beginnst du deinen Schwung. Drücke links nach oben, wenn du den Schläger ganz nach oben bewegt hast, um den Ball zu schlagen. Die Frage ist, okay, ich kann die Richtung einstellen, soweit so gut. Ich werde mich ein bisschen rechts orientieren, damit ich gleich besser an dem Sandding vorbeikomme. Aber ich kann nicht... Oh, warte mal. Das ist jetzt aber gerade rechts, was ich mache. Achso, ich kann die Stärke runternehmen. Ja, ich will natürlich volle Powerstärke machen. Okay, nach hinten. Ach, der war nicht so gut. War nicht ins hohe Gras. Ah, okay. Nee, da liegt der, glaube ich, ganz okay. Ja, warte, der war doch gar nicht so... Oh. Der war doch gar nicht so scheiße. Was willst du? Komm, beeil dich mal ein bisschen, Frank. Michael, so geht das aber nicht. So, schnell mit dem Golfkart hinterherfahren. Boah, richtig altmodisches Golf hier. Hab ich noch nie gespielt in meinem Leben, würde ich aber gerne mal machen. Finde ich nämlich einen coolen Sport. So. Schau doch mal, wie machen wir das denn jetzt? Wir wollen natürlich weder... Ah, ne, wir machen das einfach so natürlich. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Großen Bullshit habe ich jetzt gemacht. Fuck, ey. So machen wir es. Maximaler Stern. Ah, fast. So ist gut. So ist gut. So ist gut. So ist gut. Wie viele Löcher muss ich denn spielen hier beim Golf? Würde mich mal interessieren. Ich finde das so cool, dass das hier eine voll eingebaute, ziemlich gute Golfsimulation ist. Und in der nächsten Sekunde killt man Leute. Oder redet mit Drogenabhängigen. Okay, jetzt mal ganz im Ernst. Paar wäre 5. Bei welchem Schlag bin ich denn? Wind ist von hinten links. Ich bin mal Schlag 4. Kann ich meinen Schläger ändern? Eisen erhöht die Präzision.
Wedge verbessert 3 und erhöht die Präzision. Was ist denn SW? LW, P, Putter ist für genaue Schläge. Ne, für den Putter sind wir noch nicht weit genug. LW klingt schon gar nicht so verkehrt. Ah, ne, 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 das ist der richtige. Der SW ist der richtige. Weil auch immer der SW ist. Okay, man kann hier richtig viele Sachen machen. Moment, wo ist denn das Loch? So. Ah, zum Pin sind es 58, bin bisheriger Schlag. Warte mal, wenn wir jetzt noch einen Schläger weitergehen. Never ever funktionieren. Machen wir es. Probieren wir es mal so. Wind von hinten links, aber nur plus 1. Das wird nicht so viel ausmachen, glaube ich, oder? Machen wir mal kurz ein Stück nach links. So. Und jetzt machen wir einen richtig schlechten Schlag. Fuck die Bitch. Da habe ich ja richtig versaut. Das macht es jetzt natürlich nur noch schwieriger. Hohes Gras. Ja, rough. Fuck, ey. Plus 2 von hinten natürlich. Okay. Hä? Wieso ging der so weit? Hey, what the fuck? Achso, weil ich Rückenwind hatte, oder was? Oh, übel. Übelster Shit. Ja, okay, das ist eine gute Vorgabe für den Putter. Bei welchem Schlag bin ich jetzt? Oh Gott, ich werde so versagen, einfach nur. Ich bin jetzt schon bei Schlag 7. Oh Gott. Beim Putten hilft dir das Raster auf dem Grün, indem es die Oberflächenkultur anzeigt. Rote Flächen liegen tiefer als der Ball, gelbe Flächen liegen höher. Oh, Gott sei Dank. Ja, ich weiß, Double Boogie. Ich bin richtig schlecht gewesen. Das war das erste Loch von 9. Ach du Scheiße. Alles klar. Eine Folge Golf spielen, sagst du? MP, ich habe gerade Bock auf Golf. So. Das Tacke 1, um den Punktestand zu blenden. Wen interessiert denn jetzt der fucking Punktestand? Am Anfang wird drauf geballert wie sonst was. So! So läuft der Hase nämlich. Neuer Rekord. Bam! Golfen finde ich echt einen geilen Sport. Wo ist mein... Oh, da steht eins. Sehr gut. 228 Meter habe ich jetzt keinen Bock zu sprinten. Ganz im Ernst. Ich brauche meine Energie für Golfen. Darf man eigentlich auf dem Golffeld auch einfach so durch die Gegend fahren, über den Rasen? Also im echten, würde mich ja jetzt mal extrem interessieren. So, hier ist mein Ball. Wie ist denn hier Par? Par 4. Also das Par 4 bedeutet, dass vorgegeben ist, dass man bei dem Schloch, bei dem Loch 4 Schläge braucht. Da ist das Loch. Ja, das sehe ich selber. Wieso gibt der mir das hier so vor? Ich habe Gegenwind. Plus 4. Ich komme never ever auf das Grünstück. Und zwar von links. Ich probier's mal. Probier's mal mit gemütlich. Oh, das war gut. Das war gut. Wenn ich jetzt mit einem Putter das Ding da reinsetze, dann bin ich auf minus 1. Das wäre optimal. Ne, dann bin ich auf plus 1, so. Aber für das Loch bin ich auf minus 1. Und ich bin zu früh angehalten.
Ja, spannendste Folge aller Zeiten, sagt er. Ich sag, whatever, bitch. Ich mag Golf. So ein richtig spießiger Typ. Spießig. Spießiger. So. Und reingeputtet. Bam! Birdie! Yes! Bin ich nur auf Platz 1. Ausgezeichnet. So. Zwei Löcher haben wir schon. Was willst du? Ja, Philipp, gib mir auf den Sack. Der soll mal schlafen gehen. Moment, was ist hier Part 3? Oh, man kommt schon direkt. Man kommt schon direkt ins Grün vom Loch. Okay, Wind ist Rückenwind sogar. Das heißt, wir gehen noch ein Stück nach rechts. Wir sind auf T natürlich, also beste Voraussetzung. Wenn wir den richtig machen. What the fuck? Wieso driftet der denn so krass nach rechts ab? Not where I meant that one to go. Das war ja scheiße. Das wird jetzt ganz schön stressig, die drei noch zu erreichen. Das muss ich auf den Ruff schlagen. Ach, fuck, jetzt hab ich mich verdrückt. Wollte dem ein bisschen mehr Power geben, so. Bisschen so. Ja, Part 3 schaffe ich natürlich nicht mehr. Dammit. Ah, okay, wir haben hier eine... Pass auf, jetzt kommt's nämlich. Ah, ich bin nicht weit genug nach rechts gegangen und hab nicht stark genug geschlagen. Jetzt brauche ich noch einen mehr. Jetzt bin ich doch bei mindestens... Den letzten hat er sogar automatisch gemacht, weil du den nicht daneben hauen kannst. Wieder Double Boogie. Bin jetzt bei plus 3. Shit. Shit, 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 shit. Wir machen das noch, Leute. Wir machen das noch. So. Der Anfang ist wieder weit. Mit dem 7E. 8E. 4E. 5H. Ich glaube, ich würde den 3H benutzen. Der sieht gut aus. Wie sieht... Ah. Doch, das ist auch gut. Was machen wir jetzt? Hahaha, Eier beweisen! Nice lie. Da hat uns der Wind ein bisschen geholfen, muss ich zugeben. Und ich hatte gerade für eine Sekunde Schiss, dass das Ding im See landet. Aber alles hat sich zum Guten gewendet. Okay. Okay. Wie ist der Wind? Wind kommt von rechts. Fairway, das sieht alles ganz okay aus. Noch ein bisschen weiter so, würde ich sagen. Und noch ein bisschen mehr Power. Und jetzt geht's los. Na. That's the way I played it. Was war hier Paar? 4 oder 5? 4, damn it. Heißt, ist aber auch gut. Okay. Was habe ich jetzt gemacht? Ich will mit dem Pfeil da schon genau drauf, genau. Thank
So, Birdie, alles klar, einen drunter. Boah, das ist ganz schön schwieriger, die zu vielen Schläge abzuarbeiten. Als neue zu viele Schläge zu machen. So, auf zum nächsten Tee. Kurz, dass die so nah beieinander sind. Guck mal, wir haben schon Schweißflecken hinten drauf. Oh, das sieht stressig aus mit so einem See dazwischen. Das ist ja fies. Mit was spielen wir? Oh nein, nein, was mache ich denn? Crap. Boah, Konzentration, ey. Wollte nur meinen Schläger wechseln, ey. Ich will ein Haar haben. Ein Haar. Ah, du kannst nur mit dem E aus dem Rough schlagen. Wie viele Schläger muss man wohl haben, wenn man tatsächlich Golf spielt? Ist ja, glaube ich, echt ganz schön teuer. Perfekter Treffer, by the way. Und damit wurde man dann auch belohnt, muss man mal ganz ehrlich sagen. Das war schon in Ordnung. Ich sehe schon die ganzen Kommentare. Bist du scheiße? Kannst du nur... Oh. Kannst du nur die ganze Zeit Golf spielen? Wir sind ja noch mal GTA. Oh, Leute. Er ist auch noch in so einem Ding ertrinken. Das wird ja auch noch, ey. Aber gerade weil wir bei GTA sind, geht das. Golf. Moment, wie Rückenwind von rechts? Also. Ne, ist gar kein Rückenwind in dem Sinne. Muss eigentlich so. Ja, ist schwierig. Ist echt schwierig. Dahin zielen? Ungefähr. Machen wir's. Das war nicht gut. Ach, der Wind ist stärker, als ich den einschätze. Ja, ist plus 4. Ich bin echt ein Bobby manchmal. Wie war denn hier Paar? Habe ich jetzt hier gerade gar nicht aufgepasst. Was machst du denn hier? Oh. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe gegen die Platzregeln verstoßen und all mein Fortschritt ist für nichts und wieder nichts gewesen. Du bist schuld. Ganz schön brutal hier. Kann ich hier irgendwo drüber? Sieht nicht so aus, wa? Gut abgeschirmt hier, muss ich sagen. Alles klar, Bitch. Bam! Oh, da bin ich aber schnell umgefallen. Oh, krass ist das brutal. Oh Mann! Käufen für nichts. Echt ärgerlich. Und da habe ich gerade auch noch eine fiese SMS, glaube ich, bekommen von meinem Kollegen. Martin, Michael, meine Kohle, wo bleibt ihr? Du willst sicher nicht, dass ich dich nochmal besuche. Nächstes Mal wird's echt übel. M&M. Michael, du hast diesen Platz gekauft und nutzt... Ach, das habe ich ja schon mal vorgelesen. Stimmt, ich erinnere mich. Ja, wir haben ja richtig viel geschafft in der letzten Zeit. Ich mache jetzt nochmal eine kurze Pause. Bis gleich.